Wir befinden uns hier am sogenannten Zwischenangriff Rosenstein. Der ist Teil des Fernbahntunnels von Bad Cannstatt zum zukünftigen Stuttgarter Hauptbahnhof. Ein Zwischenangriff dient bei Tunnelbauwerken grundsätzlich dazu, die Herstellung des Tunnels zu ermöglichen, den Tunnel Bad Cannstatt mit einer höheren Geschwindigkeit von mehreren Orten auffahren zu können. Neben dem Zwischenangriff Rosenstein gibt es im Tunnel Cannstatt noch den Zwischenangriff Nord und den Zwischenangriff Abstellbahnhof. Dieser dient dazu, die S-Bahn aufzufahren. Das gesamte Kreuzungsbauwerk Ehmannstraße wäre ursprünglich als eine große offene Bauweise hergestellt worden mit einer über 300 Meter langen Baugrube, sowohl für die Fern- als auch für die S-Bahn. Dieses Konzept wurde aufgrund artenschutzrechtlicher Randbedingungen so umgeplant, dass wir nunmehr zwei Zwischenangriffe haben, den Zwischenangriff Rosenstein, der hinter uns liegt für die Fernbahn, und den Zwischenangriff Abstellbahnhof, der in der Nähe liegt für die S-Bahn. Wir stehen nun im Tunnel unten vor Ort. Hinter mir befindet sich der Übergang von der bergmännischen zur offenen Bauweise. Wir sehen hier hinter mir schön den Übergang von dem sogenannten D-Profil zu dem Rechteckquerschnitt. Der Rechteckquerschnitt ist der innerhalb des Zwischenangriff Rosenstein als offene Bauweise hergestellt wurde. Der Bereich, in dem ich hier jetzt aktuell stehe, ist der Bereich, der entgegen der ursprünglichen Planung als bergmännische Bauweise errichtet wurde. Durch die Anpassung des Kreuzungsbauwerks von einer offenen Bauweise in eine teilweise bergmännische Bauweise haben wir sehr komplexe logistische Randbedingungen für unsere Bauabfolge erhalten. Wir mussten zunächst die beiden Zwischenangriffe der offenen Bauweise herstellen und danach in verschiedenen fest aufeinander abgestimmten Rangfolgen die Tunnelvortriebe herstellen. Und das war unter den Randbedingungen eine Herausforderung für uns gewesen. Wir haben hier einen Trägerbulverbau hergestellt als Baugrubenumschließung, haben die Baugrube hergestellt und danach innerhalb der Baugrube verschiedene Schritte zur Herstellung der Innenschale, Aufbau von Schalwägen etc. abgewickelt, bevor dann im Jahr 2020 die eigentliche offene Bauweise begann. Abgeschlossen wurde die offene Bauweise zur Übergabe an die Ausrüstungsgewerke im Juni 2021. In Summe benötigen wir für den Tunnel Bad Cannstatt 45.000 Kubikmeter Erdmaterial zur Verfüllung unserer Baugruben und Zwischenangriffe. Die Verfüllung sämtlicher Zwischenangriffe und Baugruben war im Tunnel Bad Cannstatt ursprünglich mit geliefertem Erdmaterial vorgesehen. Wir konnten allerdings mit unserem Auftragnehmer eine Vereinbarung abschließen, nach derer wir das Tunnelausbruchmaterial zur Wiederverfüllung der Baugruben verwenden können. So wurde auch der Zwischenangriff Rosenstein mit Tunnelausbruchmaterial aus dem zweigleisigen Tunnel Bad Cannstatt verfüllt. Wir haben in der Baugrube Zwischenangriff Rosenstein über 10.000 Kubikmeter Erdmaterial verfüllt. Die Verfüllung der Baugrube wurde Mitte April 2022 abgeschlossen. Nach Abschluss der Verfüllarbeiten erfolgt die Wiederherstellung der Grünflächen und die Bepflanzung dieser mit einem Gehölzsaum im unteren Bereich der Baugrube, um die Straße deutlich vom Rosensteinpark abzugrenzen. Darüber hinaus wird der temporär in den Rosensteinpark verlegte Bolzplatz wieder in seine ursprüngliche Lage zurückverlegt und wird dann oberhalb des Zwischenangriff Rosenstein auf der Baugrube zum Liegen kommen.